So. Was ist denn das für ein Kristall? Ach, da können wir ja durchlaufen. Ich hab ein bisschen Angst immer, ich verschieß die erstmal. Erstmal alles zerstören, ne? Alles kaputt machen. Davon gibt's sicher noch mehr. Neues Artefakt, 1 von 6. Okay, ich habe immer das Gefühl, ich fange immer eine neue Sammlung an, aber mach sie dann nicht zu Ende, ne? Ich brauche irgendwo die Buchstaben. Ich kann nicht sinnlos da unten rumdrehen. Warte mal, das funktioniert so nicht. Hier ist bestimmt eine Kiste, oder? Irgendwo. Hier ist irgendwo eine Kiste. Dann gehen wir einfach jetzt hier hoch. Dann gucken wir mal, ob es hier oben eine Kiste gibt. Da ist eine Kiste. Aber die ist zu. Durch Runenmagie verschlossen. Finden Sie und brechen Sie 3 Siegel. Ja toll, das ist ja schön. Aber hier wäre witzig, wenn auch dran stünde, was für Siegel. Guck mal, die ist kaputt, die Kiste. Ach, warte mal. Okay, wird nicht besser. Wird auch mit Licht nicht besser, ne? Warte mal, da ist ein Kristall. Wo kann ich den jetzt hinschleppen? Wo passt denn der am besten? Da oben? Da ist bloß die normale Fackel, ne? Aber hier ist... Dann gehen wir mal hier lang. Hier geht's nicht. Da hinten ist aber eine Stelle, wo er passen könnte. Jetzt tragen wir den mal hier hinten hin. Draugen, hinter dir! Ja, gleich, warte. Wo ist der? Oh, nein! Mist, ich wollte eigentlich jetzt... Ich dachte jetzt, das wäre natürlich geil, wenn du jetzt auch noch einen Faustangriff dann machen könntest, ne? Das wäre phänomenal, ne? Draugen. Ich glaube auch, der macht das richtig gut, der Junge. Man muss natürlich dann immer aufpassen, dass der nicht Ziel wird, ne? Also im echten Leben meine ich jetzt... Aber als Assistent macht er doch sein Ding gut. Und geil wäre, wie gesagt, noch, wenn man den einfrieren könnte, den Gegner, und dann so eine Faustattacke hinten dran bringen. Okay, achso. Lies mal, junger Mann. Junge. Ja. Lies. Gut, das kommt ins Tagebuch. So, das gucke ich ganz kurz mal. Da oben ist eine Kiste. Aber ich weiß nicht, welche Kristalle hier gebraucht werden. Also welche Symbole. Die ist doch, die buggt doch bloß. Die ist doch kaputt, oder? Ja, man sieht hier gar keine Symbole. Fehlt hier irgendwo noch irgendwas? Hier waren wir schon drin. Da oben sehe ich auf jeden Fall ein Symbol. Das dreht... Oh! Ah, warte mal! Nochmal ein Versuch! Ah! Wann sehe ich, wann es ausgeht? Jetzt ist es aus. Jetzt bleibt es auch aus. Okay, jetzt ist es kurz an.
an. Ich denke, das C-Symbol, da bleibt sie aus. Okay. Das C-Symbol macht sie aus. Jetzt kann man ganz kurz mal gucken, ob wir noch eine andere, ob wir es da auch so hinkriegen. Die mit dem C, die haben wir schon mal. Okay, die können wir so lassen. Ach, das ist auch Mist so. Die mit dem C lassen wir. Und was ist die andere noch? Hier unten ist auch noch eine. Da muss ich jetzt so ganz gucken, sehe ich da die Kiste? Ich sehe die doch hier. Warte mal, so. Wenn ich jetzt hier schieße, warte mal, ich probier's mal. Ja, man sieht's aber nicht, ne? Ach, da oben! Da ist in Rot was an die Wand geschrieben. Bluetooth-Symbol, Haus-Symbol, R. Okay, Bluetooth, Haus, R. Dann machen wir mal hier das R-Symbol. Kriegst du hin? Ja. Dann muss man das Bluetooth-Symbol da oben hinbringen. Gleich hab ich's. Sag mal. Ja, hör mal. Sag mal, bist du verarscht oder was? Bluetooth haben wir. Haben wir fertig schon, ja? Bluetooth Haus R? Ne, das Haus fehlt noch. Dann gehen wir hier nochmal hin und gucken, ob wir das Haussymbol hinkriegen. Das sehe ich aber nicht von hier. Sehe ich es von hier? Ach, hier ist auch schon gut. Haus. Haben wir. Okay. Jetzt nochmal versuchen wir das nochmal. Bin ja der Rätselmeister, ne? Der Rätsellöser. Guck mal, die leuchtet so. Jetzt haben wir sie doch. Na, bitte. Voll gut. Was haben wir nächstes Mal? Ein Horn. Sie haben zwei der drei Hörner gefunden. Ja, nice. So. Und jetzt gehen wir hier durch. Na, wo müssen wir jetzt hin? Warte mal, hier waren wir schon. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Junge, noch ein Lichtkristall. Wo? Da, okay. Ja, Kiste. Gönnen wir uns. Kriegen wir die gleich auf wenigstens? Kriegen wir auf. Ich muss sie kurz mal heilen. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... Tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auch. Ach, jetzt weiß ich auch, was das da ist. Links. Mit E kann ich es aktivieren. Okay. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das sein soll. Jetzt weiß ich's. Okay. Hier hoch. Hoch, zurück. Vor, zurück, zur Seite, ran. Das haben wir. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur da hochklettern, oder? Also entweder geht's hier lang. Hier weiter. Die war schon an, ne? Hier waren wir schon. Waren wir hier schon? Ich denke ja, ne? Das haben wir schon eingeschaltet, das Licht. Okay. Hier sind wir vorhin hochgekommen. Hier waren wir auch schon mal. Jetzt können wir hier durchlaufen. Da sind wir hochgegangen. Hier sind wir lang gegangen. Aber irgendwo war doch so ein Tunnel. Zum Durchklettern. Hier. Da sind wir noch nicht lang gegangen. Glaube ich jedenfalls. Ich merke mir sowas ja nicht länger als von Mittag bis 12. Ganz schön viele Leichen. Hier kommt bestimmt gleich wieder irgendein Vieh, taucht hier plötzlich auf. Oh, ist das ein riesen Spinnennetz gewesen? Ach, hör doch auf. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen?
Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ja? Hier kann ich nicht... Nee, genau. Ich wollte gerade eigentlich schon schießen, aber das geht nicht. Guck mal, da oben sieht aus wie so eine Minecraft-Figur. Die Statue! Wir sind drüben! Soll ich mal lesen, was hier steht? Was steht da? Jawohl! Jawohl, oh, steht da. Das ist Dödatror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Okay, also man lernt zwar hier noch was nebenbei, aber das ist immer so schnell so viel. Das muss ich mir alles hinterher nochmal angucken hier. Das ist auch immer so, also für mich, mir geht's so, wenn ich das hier so spiele und kommentiere und so. Oh, da konzentriere ich mich gar nicht so wirklich. Ich krieg das gar nicht mit, was ich hier spiele zum Teil. Okay, hier ist eine Tür. Hier, die Statue nützt mir jetzt nicht, kommen wir auch nicht hoch. Da unten waren wir, jetzt gehen wir in die Tür hier rein. Okay, da haben wir einen Gegner. Okay, aber ich habe erstmal den Gegner angebrannt, den müssen wir kurz mal zerstören. Und hoffen, dass der auch kaputt bleibt dann. Der ist hinüber. Aber ich auch, Heilung. Kurz noch einen Zusatzschub geben. Hier muss man einfach alle paar Minuten mal gucken, ob wir diesen Zusatzschub machen können. Ah, hier ist auch wieder ein rotes Herz. Da können wir noch nichts mitmachen. Da haben wir Licht. Hier gibt es wirklich viele Zauber. Mach dich bereit, Junge. Okay, wir müssen erstmal einen nach dem anderen. Kommt mal hier her. Ja. Okay, der eine. Oh nein. Das waren aber richtig viele gerade. Aber wir haben ja Rage. Warum soll ich das nicht nutzen? Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Ah, man kann das sogar abbrechen. Ah. Okay. Gut, danke. Ja, witzig. Okay, da gibt es hier was zu holen. Ah, hier kann man durchklettern, okay. Das machen wir gleich. Hier geht's aber auch hoch. Wow. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Da kommen wir nicht durch. Da gehen wir hier rein. Ich dachte jetzt, kletterst du... Da gucken wir ganz kurz, aber wir gehen mal hier durch. Hier ist, glaube ich, die Höhle mit der Kiste, ne? Ja, genau. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, was uns irgendwie voranbringt. Das war wieder Stahl. So, und dann können wir ja hier hochklettern und dann könnten wir für heute Schluss machen. Mal gucken. Wenn es nicht großartig storytechnisch noch kommt. Oh, da sind irgendwelche Schriftzüge. Es ist dein Name, glaube ich. Heislir. Das heißt Schrecken. Heislir. Guck mal, hier sind noch Eimer. Hier hängen noch Eimer. Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey! Wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Okay. Interessant. Also jetzt, hier hat jemand für Licht gesorgt. So, hier geht's weiter. Und da sucht der Junge nach was. Aber ich weiß immer nicht, ne? Das ist hier geht's zum Ziel. Dann gehen wir ganz kurz nochmal hier gucken. Hier ist doch noch was. Guck mal hier. Ah, hier ist die Kette.
Hier können wir also nachher abkürzend wieder hochklettern wahrscheinlich, ne? Weil von da unten sind wir ja gekommen. Okay, haben wir uns gerade eine Abkürzung gebaut, wofür auch immer die notwendig ist später. Okay, ich gehe jetzt hier hin und dann mache ich für heute Schluss. Und wir gucken uns beim nächsten Mal an, wie es hier weitergeht. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.